Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Shadowbringer. Und ja, heute wieder mit Facecam und wir sind im Crystarium. Denn so langsam wird's ernst. Jetzt ist auch noch ein Krieger des Lichts zurück, der eindeutig ein Aschen ist. Wird Horror werden. Und ganz schön viel Arbeit für uns. Also ich würde einfach sagen, wir legen los und schauen, wie viel Arbeit es für uns sein wird. Ziemlich viel wahrscheinlich. So, yo, Kristallexach, was geht ab? Von schlafenden Helden. Es war zweifellos an der Zeit, den Bürgern der Stadt die Wahrheit über die Krieger des Lichts zu erzählen. Und ich bin froh, dass wir dazu beitragen konnten, eine Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen. Aber das unerwartete Auftauchen Adberts stellt uns vor Probleme. Auch wenn uns klar ist, dass das nicht der echte Adbert, der wahre Krieger des Lichts sein kann, muss das Schauspiel heute für die einfachen Leute wie ein Wunder gewirkt haben. Eine besonders missliche, makabere Ironie des Schicksals. Ausgerechnet derjenige, der einst den Krieger des Lichts in seinen sicheren Tod entsandte, bemächtigt sich nun seiner Leiche, als sei sie nichts weiter als eine Tracht, die man sich nach Belieben überstreift. Wir müssen davon ausgehen, dass hier ein größerer Plan dahinter steckt. Aber was will dieser falsche Adbert damit erreichen, wenn er die Leute aufwiegelt? Um das herauszufinden, und um unsere Hypothese zu stützen, dass wir es tatsächlich mit Elitibus zu tun haben, brauchen wir weitere Informationen. Allerdings bleibt uns momentan nichts anderes übrig, als abzuwarten, was die Observation Adberts durch Alfinos zutage fördert. Ich würde ihn nur allzu gerne dabei unterstützen, aber wir sollten unauffällig vorgehen. Und jetzt? Da wir es höchstwahrscheinlich erneut mit den Machenschaften eines Aschens zu tun haben, werden wir die Hilfe Tankreds und Rinnes und Alizés benötigen. Ich werde sie persönlich aufsuchen und über die Lage informieren. Hört sich gut an. Eine ausgezeichnete Idee. Auch wenn uns momentan ein wenig die Hände gebunden sein mögen, heißt das nicht, dass wir tatenlos zusehen müssen. Derweilen werden Back Look und ich weiter mit Hochdruck an einer Methode forschen, Erinnerungen an den Wesenskristall zu binden. Oh, die hat eine Idee. In diesem Fall werde ich mich nach Raktika begeben. Wir wissen zwar von Emmet Selch einiges über die Zersplitterung der Welt und die Motive der Ascians, aber auch nur so viel, wie er uns wissen lassen wollte. Daher schlage ich vor, wir sammeln Informationen und suchen so Wege, um hinter die Kulissen zu blicken. Informationen, die wir aus eigener Kraft gewonnen haben und die nicht aus zweiter Hand stammen. Tatsächlich habe ich von Almed aus Fenno eine Nachricht erhalten. Sie sagt, sie und ihre Schwestern hätten weitere bislang unerforschte Ruinen in den Irrungen der Guidari entdeckt, die aus der Zeit der Ronka stammen. Schon damals haben uns die Wandmalereien wichtige Einblicke in die Vergangenheit gegeben. Vielleicht erfahren wir dort etwas Neues, das nicht aus der Hand der Aschen stammt. Was antwortest du? Ich bin dabei. Gute Reise. Nein, ich gehe mit natürlich. Hervorragend. Ich wollte dich sowieso fragen, ob du mich begleitest. Gemeinsam werden wir bestimmt etwas Nützliches herausfinden. Almed erwartet uns in Fenno. Sie und ihre Schwestern werden uns den Weg zu den Ruinen weisen. Ich schlage vor, wir treffen uns wieder, sobald wir neue Informationen gewonnen haben, wenn ihr mich entschuldigt. Klar, ciao, Orinchi. So, und wir brechen am besten auch auf. Tschüss.
Und das sind wir auch schon. Yo, Almet, was geht ab? Willkommen zurück, Verbündete von Ronga. Seit ihr die Ehrungen der Guidari vom Fluch der Sündenverdeliger befreit habt, konnten wir unsere Jagdreviere bis zu den Rakdika-Fällen ausdehnen. Bei einem unserer Jagdzüge sind wir bei den Ehrungen auf bislang unbekannte Ruinen gestoßen. Wir haben bereits eine Ersterkundung vorgenommen. Doch leider wird uns der Weg ins Innere durch eine magische Tür versperrt. Wir glauben, dass sich hinter der Steintür weitere Geheimnisse der Ronga verbergen und hielten es für das Beste, diese gemeinsam mit unseren Freunden zu lüften. Ihr als weiße Verbündete der Ronga und wir als die Bewahrer ihres Vermächtnisses sind die einzigen, die dieser Aufgabe würdig sind. Ich danke euch für euer Vertrauen, aber mein Wissen über die Ronga ist noch sehr begrenzt. Doch es wäre mir eine große Ehre, mehr über das Zeitalter der Götter zu erfahren, das die Ronga für die Nachwelt bewahrt haben. Es wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unserem nächsten Gegner gegenübertreten. Ich verstehe, ich weiß nicht, ob wir in den Ruinen vorfinden, was ihr sucht, aber ein altes Ronga-Sprichwort besagt, dass keine Magie mächtiger ist als das Wissen selbst. Hoffen wir, dass sich hinter dem verschlossenen Portal jenes Wissen verbirgt, das ihr sucht. Seid versichert, dass unsere Neugierde ebenfalls geweckt ist. Was auch immer sich hinter der Tür befindet, die Ronka hielten es für wichtig genug, um es mit einem starken Siegel zu schützen. Als wir das letzte Mal die Ruinen erkundeten, hatten wir es doch mit diesem alten, grauen Krieger zu tun, der geradezu absurd stark war. Was soll da noch Schlimmeres aufkreuzen? Eine bettlägerige Gottheit? Das ist kein Spiel, Uimet. Sagt die, die vor lauter Aufregung in den letzten Nächten kein Auge zugetan hat, weil sie sich so auf das Abenteuer freut. Hey, du hast doch versprochen, dass du das nicht verrätst. Ich schlage vor, wir ziehen gleich los, bevor hier noch jemand vor Ungeduld platzt. Uimet, warte doch! Eieieiei. Ach ja, der Überschwang der Jugend. Dabei seid ihr alle wahrscheinlich ein ganzes Stück älter als ich. Bis jetzt war unser Leben davon bestimmt, das Erbe der Ronka und die Ruinen zu beschützen. Das hat sich erst geändert, als ihr hier eingetroffen seid. Vorher haben wir die Ruinen eifersüchtig beschützt. Dass wir jetzt selbst in die Vergangenheit eintauchen, ist nicht selbstverständlich, sondern sogar unglaublich spannend. Ich hoffe, ihr seht uns unsere Begeisterung nach. Natürlich, keine Sorge, dass wir die Ruinen überhaupt noch unberührt vorfinden, haben wir eurer Wachsamkeit zu verdanken. Ich kann eure Aufregung also gut verstehen. Also gut, dann will ich euch nun zu den neuen Ruinen führen. Ich schlage vor, wir treffen uns zunächst vor den Irrungen der Guidari. Okay. Ah, okay, dann auf zu den Irrungen der Guidari. Und hopp, oh, da, oh, Mauer. Ah, war ein leichter Unfall, aber keine Sorge, mir geht's gut. Die Nase des Bären ist vielleicht etwas eingedrückt, aber sonst kein Problem. Aha. Und abwärts. Oh yeah, Solo-Szenario. Jo, Almet. Nochmal, die Tür wurde wahrscheinlich nicht umsonst versiegelt. Wir wissen nicht, welche Prüfung uns dahinter erwartet. Daher sollten wir die Erkundung nicht auf die leichte Schulter nehmen und uns sicherheitshalber auf alles gefasst machen. Sind wir, oder? Ja. Ja. Wir haben genug Zeit. Wir legen los. Auf in die Schlacht. Mal schauen, ob wir drauf gehen.
Hoffentlich nicht. Die neu entdeckten Ruinen liegen am Ende dieser Stufen. Die alten Ronka verehrten bekanntlich Tiergestalten als Götter. Aber das hier ist eindeutig keine Statue eines gewöhnlichen Tieres. Von der Größe her ganz zu schweigen. Und es ist hässlich. Wirklich beeindruckend. Sie wirkt fast lebendig. Ist sie wahrscheinlich sogar. Echt witzig. Und hier wieder eine Eulenstatue. Die versiegelte Tür befindet sich da hinten. Wie du siehst, steht wieder ein Sockel leer. Wahrscheinlich muss man da auch eine Eule draufstellen. Das wirkt etwas zu einfach. Ich kann auch keine versteckten Mechanismen erkennen. Wartet, hier steht etwas in der Ronka-Schrift. Wisse, wer den Schlaf der Heldin stört, das Siegel bricht und den Tiergott erweckt. Warte, nein! Oh oh. Hey, was? Was passiert? Passt auf! Das Ding bewegt sich! War ja klar. Dann eben mit dem Holzhammer. Scheint so. Oh? Wow! Spielen wir jetzt Karten oder wie? Aha. Ich bin der Wächter dieser Pforte. All jene, die zu dieser Bastarde wünschen, müssen sich erst als würdig erweisen oder sterben. Eindringlinge, zweimal sollst du geprüft werden, zweimal sollst du dich beweisen. Versagst du doppelt. Das Tor bleibt für immer geschossen, bla bla bla.
Wehe deine Gefährten. Aha. Löse die Rätsel der Vorka. Aha. Toll. Kein Schimmer, Mensch. Wer zeichnet sich durch einen großen... Was? Alter, das geht viel zu schnell, Mann. Nochmal. Fingerfertigkeit, das kann nur die Ub-Ub-Statue sein. Dankeschön. Ah, ich wäre bei Stoler lieber gewesen. Ein Rudel, das kann im Endeffekt nur ein Wolf sein. Weil nur Wölfe, Wölfe haben Rudel. So. Okay. Simet befreit. Gib mir Stole, Mann! Ja, ohne Arme und Beine. Schlangen haben leider keine Beine und auch keine Arme. Yo! Wehe, du rührst was an, Simet. Wehe! Nein. Lass es. Eine Prüfung des Geistes. Okay. Ja, ja. Sprich schon. Befreie deine Gefährten. Aha. Will ja nichts sagen, aber die sehen alle gleich aus. Nehmen wir die. Und die. Monster! Okay, dann nehmen wir die. Ja, diesmal ist Stola. Die? Ah, Monster. Ja, ist Stola. Yo, ist Stola, ne? Ja, jetzt sind meine Gefährten alle wieder da und weiter. Noch eine Prüfung? Wieso? Okay. Ah, das heißt, ich muss jetzt gegen dich fighten, ne? Ja, war ja klar. Mädels, auf in die Schlacht! Komm doch nicht zu mir, Mädele. Kein Problem. Wird wohl Marquis sein, hoffentlich. Das wirst du nicht vergessen. Hab dich. Ey, du hast keine Chance gegen mich, Mann. Rauf. Etwas. Gegner? Wow!
Hat mich. Ja, genau, Mädels. Gut gemacht. Dankeschön. Ein kleines, fieses Etwas. Simmet. Kein Problem. Hab dich. Schieß in die Richtung. Ja, perfekt. Ah, sind wir schon bei 60%? Ui. Jo! Nee, nee, nee! Hey! Ich bin die Kriegerin des Lichts und der Dunkelheit. Ich erweise mich immer als würdig. Mehr oder weniger. Nimm das! Und jetzt wird's auch noch giftig. Jo, ich schaff's schon. Keine Sorge. Oh. Dann komm ich her. Ich meine, da auf die Nerven, du Klumpen. Du kommst auch noch her. Auch. Jetzt zeig ich euch was. Go, go. Damage, Mädels. Nope, das ist eher der falsche Damage. Ein bisschen Gift bringt mich schon nicht um, oder? Naja, vielleicht irgendwann schon. Wow, wir müssen raus. Und wieder rein. Das wirst du nicht vergessen. Boah, ey. Lass mich doch in den Schleimklumpen hier vernichten. Genau, brennen nieder. Jetzt zeige ich euch was. Ja. Wer? Aha. Wie ihr seht, ich bin würdig. Ah, da sind wir wieder. Scheint, als wären wir wieder zurück am Anfang. Du wolltest wohl sicher gehen, dass wir nicht aus der Übung kommen, hm? Naja, immerhin sollten wir jetzt die versiegelte Tür aufkriegen. Ende gut, alles gut. Den erweckten Tiergott haben wir ja kennengelernt. Nun sehen wir mal, was es mit dieser Heldin auf sich hat. Wie ich es mir gedacht habe. Eine Grabkammer.
Vermutlich die letzte Ruhestätte einer Heldin aus dem alten Ronka-Kaiserreich. Dieses Bild, das sieht ja aus wie eine Wies. Sollte das hier etwa das Grab der Großmagierin Tuna sein? Tuna war eine legendäre Heldin aus der Zeit der Ronka. Es heißt, ihre magischen Fähigkeiten seien gottgleich gewesen. Sie soll dem Reich den Frieden gebracht haben. Und ich dachte, die Sage von Tuna sei ein Märchen. Doch wie es scheint, hat sie tatsächlich existiert. Also ich habe immer daran geglaubt. Das ist doch... Wenn der Sternenregen fällt, erwacht die Macht der Helden. Der Legende nach hatte die Großmagierin Augen, die die Wahrheit sehen, und Ohren, die die Stimme des Herzens hören. Das klingt ja fast wie die Kraft des Transzendierens. Das alles kann kein Zufall sein. Ein Sternenregen, der auf die Welt hinabgeht. Eine mystische Kraft, die in jenen erwacht, die ihn sehen. Ich habe die gleiche Geschichte auch im Ursprung schon gehört. Der Zusammenhang war mir bisher nicht klar. Aber nun habe ich eine Vermutung. Die Wandmalereien, die wir damals bei unserer ersten Reise in die Irrungen erblickten, zeigten den Anfang des Endes. Den Beginn der Zersplitterung. Erinnert dich dieses Bild nicht auch daran? Und hast du nicht mit eigenen Augen einen Sternenregen gesehen, in den Szenen der letzten Tage, die Emmet Selch für dich inszenierte? Vielleicht sind unsere Seelen und unsere Erinnerungen auf eine uns noch unerklärliche Art und Weise miteinander verbunden. Das könnte von höchster Bedeutung für den Wesenskristall sein. Nehmen wir mal an, dass ich in den Äther unserer Seelen, in einer weit entfernten Vergangenheit, ein Abbild vom Ende der Welt eingebrannt hat. Wenn man dann einen ähnlichen Sternenregen sieht, löst das in uns vielleicht irgendeine Art von Reaktion aus. Das muss es sein. Mit den Theorien der Ätherologie war die Kraft des Transzendierens bis heute nicht erklärbar. Aber was, wenn sie in Wahrheit eine Kraft aus der Zeit vor der Spaltung des Planeten ist? Eine Gabe, die sich manifestiert, wenn die Erinnerung an den Untergang wachgerufen wird. Tut mir leid. Als Gelehrte sollte ich nicht wild spekulieren. Kein Problem, hab nur Bahnhof verstanden. Ich wünschte, ich hätte einen Beweis, um diese Hypothese zu untermauern. Aber den werden wir hier wohl nicht finden. Aber eines steht fest. Der Blick auf dieses Wandgemälde ließ mich sofort an das Ende von Amauro denken, dessen Zeuge wir wurden. Was antwortest du? Emmet Selch wollte, dass wir uns erinnern. Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Nehmen wir das. Ja, vor seinem Ende bat uns Emmet Selch, die Ashians als Volk in Erinnerung zu behalten. So wie wir diese Ruinen beschützen, so haben die Ronka stets das Vermächtnis der Vergangenheit bewahrt. Die Überlieferung an die nächste Generation war ihnen sehr wichtig. Doch es gibt ein ermahnendes Sprichwort. Man kann die Vergangenheit entweder studieren oder man kann sie erfahren. Die Sicht auf die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus ist immer vom eigenen Blickwinkel und den eigenen Vorstellungen verzerrt. Das ist wohl wahr. Wir haben zwar den Untergang Amaurots gesehen,
aber sicherlich wurde unsere Erfahrung ebenfalls von unserer eigenen Perspektive und unseren Vorstellungen beeinflusst. In diesem Licht betrachtet, ist es vielleicht sogar unmöglich, Emet Seys Erinnerungen an sein Volk je angemessen zu würdigen. Ich glaube, wir haben die Ruhe dieser Ronka-Heldin lange genug gestört. Wir sollten langsam nach Farno zurückkehren. Da bin ich deiner Meinung. So, da bin ich wieder zurück nach Fenno, aber für heute war es das wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao!